Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat. Oh ja, und wie ihr vielleicht an meiner Stimme hören könnt, bin ich ein bisschen sehr erkältet, deswegen gab es die letzten 2 Tage keine Videos. Aber ich habe jetzt hier, ja, die Woche ein Game im T100 Lite gehabt, was ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten will. Auch wenn ich jetzt in der Vergangenheit schon relativ viele Videos zum T100 Lite gemacht habe, das Video hier, beziehungsweise das Replay, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Wir sind unterwegs auf der Karte Ruinberg im Begegnungsgefechtsmodus, 3-5-7 Matchmaking, 3 Zehner auf beiden Seiten, 5 Neuner und der Rest aufgefüllt mit Achtern. Ja, in solchen Situationen, Ruinberg ist natürlich nicht so die Karte, die man sich in einem Light wünscht. Auf der anderen Seite, gerade in so einem 3-5-7 Matchmaking als Zehner Light kann man den T100 Light auch wie einen Medium fahren. Ihr solltet hier vor allem Gebrauch machen von eurer Kanone und gar nicht so sehr von eurer Sichtweite oder eurer Camo. Die Camo kommt dann, gerade wenn ihr hier versucht Schaden auszuteilen und mit den Büschen arbeitet, natürlich euch zugute. Aber wie gesagt, hier ist es wahrscheinlich wichtiger in so einem Szenario, dass ihr schön Schaden austeilt, dass ihr eurem Team damit helft, hier Kanonen rauszunehmen. Wir haben jetzt hier schon mal auf den gegnerischen 10er Light schießen können, den 1305. Dann haben sie noch im TVP 50-51. Centurion steht da unten, E75. Ich komme nicht daran, ne, komme ich von hier nicht. Ja, schauen wir mal. Da hinten Maus und T95 sind gerade auf dem Weg in die Stadt, wenn ich das richtig sehe. TVP auch hier oben. Also wir müssen hier natürlich vorsichtig sein. Panther 88 gespottet, der jetzt hier, keine Ahnung was er vorhat, gnadenlos crossed. Auf der anderen Seite habt ihr gerade gesehen, unsere Badger 25 Tonnen komplett sich selber weggeschmissen, wurde vom TVP und vom 1305 geklippt. Also das ist natürlich ärgerlich, wenn ihr zu so einem frühen Stadium als allererstes euren 10er Medium und dann auch noch so einen starken Autoloader verliert. Das ist natürlich dann immer so ein herber Rückschlag für euer Team. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht überrannt werden. Ich habe hier nur noch einen Pilot, 1390 Chariot hier. Auf der anderen Seite das Gegnerteam hier deutlich stärker aufgestellt und vor allem auch die stärkeren Panzer hier. Komme ich da nochmal an den Schuss. 1305 hat gerade nicht aufgepasst. Dem konnten wir nochmal einen mitgeben. Jetzt kommt da noch ein Autoloader, die Lorraine 40 Tonnen aus dem Gegnerteam. Also es wird langsam echt ungemütlich hier von hinten. Snipe schon ein Centurion hier rüber. Panther 88 hat mich zum Glück nur getrackt. Und es wird jetzt langsam Zeit hier, ja zumindest mal eine Spur nach hinten auszuweichen. Und ihr seht selber, wie massiv wir da unter Druck sind. Leider den Schuss jetzt hier auch nicht angebracht auf den E75. APCR verliert ja relativ viel Durchschlag bei den 10er Lights auf Entfernung. Von daher keine Chance, den E75 so in den Winkel zu penetrieren. Ich kann jetzt hier schauen, ob ich vielleicht nochmal in der Lage bin, hier den einen oder anderen Schuss anzubringen, um zumindest da das Gegnerteam dafür zu bestrafen, dass sie so extrem aggressiv sind. 1390 Fackel, das ist schon mal ein gutes Zeichen. 2-2 steht es bis jetzt, aber wie gesagt, wir sind hier doch in einer argen Nachteilsposition. Wichtig ist, dass ihr versucht, vor allem die gefährlichen Kanonen, gerade für das Late Game, rauszunehmen bzw. runterzuschießen. Wir haben jetzt hier den TVP in einen One-Shot verwandelt. Wäre natürlich geil, wenn wir den hier rausnehmen könnten. Kriegen wir nicht raus. Aber auch nochmal hier den 1305 einen mitgegeben. Also das sind alles Ziele, die wichtig sind, die möglichst früh rauszunehmen. Leider den Killshot nicht gemacht. Also wir haben jetzt hier den TVP One-Shot, Lorraine One-Shot, der 1305 One-Shot. Das ist natürlich ärgerlich, auf der anderen Seite ist es tatsächlich für das Late Game manchmal gar nicht so schlecht, dass ihr so viele One-Shots dabei habt. Ist natürlich schöner, wenn ihr die ganzen One-Shots dann auch rausnehmen könnt. Auch der Schuss, der war jetzt schlecht geschossen von mir. Conway kann ihn hier rausnehmen. 6-6. Hier unten pusht jetzt der 9er WZ, nee, der 8er WZ-TD durch. Dem konnten wir zumindest noch mal eine mit in die Unterwanne geben. Und da hinten kommt jetzt auch noch eine Maus durchgejodelt. Also für mich jetzt höchste Eisenbahn, hier wegzukommen. Maus auch noch full live. 6-8 steht's. Also mehr als ungünstig das Ganze, wie das hier läuft. Badshot, jetzt vielleicht nochmal ein Schuss auf die Badshot. Der war natürlich wichtig. Sobald ihr irgendwo in der Lage seid, auch im Rückwärtsgang, also in der Ausweichbewegung noch Schaden anzubringen, versucht euer Glück, snappt die Schüsse, weil später
zahlt sich das dann aus, wenn ihr möglichst viele Gegner runtergeschossen habt? Jetzt konnten wir hier der Badger nochmal einen mitgeben. Auch die ist jetzt One-Shot für uns. Ich werde jetzt hier nochmal den BZ einen mitgeben. Ah, das war jetzt natürlich ein ärgerlicher Bounce. Den Schuss von der Maus wollte ich mir jetzt nicht fangen. Trotzdem nochmal dem Centurion eingedrückt. 7-11. Da steht ein T95. Da hinten steht auch noch eine ISO. Also es sieht nicht gut aus, auch wenn die Runde bis jetzt 3600 Schaden auf so einer Stadtkarte wie Ruinberg. Da kann man im T100 Light schon zufrieden sein. ISO hat uns, glaube ich, gar nicht so auf dem Zettel, beziehungsweise hat nicht gemerkt, dass wir sie spotten. Wichtiger Kill. Das öffnet die Flanke. Das gibt mir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, an den T95 von hinten ranzufahren. Ich fahre jetzt möglichst weit außen hier rum, um nicht von der Maus gespottet zu werden. Das wäre natürlich jetzt so das Best-Case-Szenario, aber die ist schon sehr, sehr nah dran. Also wahrscheinlich bin ich jetzt hier gespottet worden. Ja, so sieht's aus. Die Maus hat mich gespottet. Keine Ahnung, was das für ein Lowrider da hinten ist. Ah, auch ein wichtiger Schuss gewesen, den ich hier daneben gesetzt habe. Aber mit Auto-Aim klappt es dann. Badger 12 Tonnen raus und jetzt können wir hier zusehen, dass wir möglichst schnell den T95 vielleicht rausnehmen. Ich habe jetzt versucht, ihn zu tracken, hat nicht funktioniert. Sollte aber mit dem nächsten Schuss raus sein. T95 draußen, 11-12. Jetzt haben wir hier vielleicht noch den einen oder anderen freien Schuss auf die Maus. Solche Bouncer sind natürlich ärgerlich. Ich lade jetzt wieder auf die AP-Munition. Die ist einfach in solchen Situationen verlässlicher. Jetzt sage ich es gerade, die ist in solchen Situationen verlässlicher. Und was passiert? Warum arbeitet die Maus runter? Jetzt muss ich mich hier an der Stelle verpissen, weil die Maus jetzt zu viel Backup da bekommen hat. Auch der Schuss geht leider daneben. So, und an der Stelle ist es natürlich jetzt mega scheiße, Maus und TVP und 1305. Entschuldigung, das Gegnerteam hat noch alle drei Zehner und den Centurion 7-1. Auf der anderen Seite ist nur noch die Maus eigentlich gut mit HP dabei. TVP ist ein One-Shot, AMX 1305 ist ein One-Shot. Ich glaube, der Centurion war auch ein One-Shot. Also es ist noch möglich auf jeden Fall, aber jetzt auf einer Stadtkarte mit einem Light eine Maus rauszuarbeiten, ist natürlich finster. Der einzige Plan, den es jetzt hier geben kann, ist erstmal die Begleitfahrzeuge. Wenn ihr euch die Maus wie einen Flugzeugträger vorstellt und ihr wollt erstmal die Begleitschiffe rausnehmen, also Centurion 7-1, 1305, TVP, das können wir vielleicht sicherstellen über Sichtweite. Die Maus wird im Cap stehen und wahrscheinlich noch einer von den One-Shots da, der TVP. Hat uns nicht auf der Rechnung. Jetzt sind wir erst gespottet worden. Wir wurden vorher nicht gespottet. Das heißt, wir konnten uns da alle Zeit der Welt zum Einziehen nehmen. Jetzt da an der Stelle rauszupieken, wo wir gerade gespottet worden sind, macht natürlich nicht so viel Sinn. Ich habe jetzt einfach gewartet, bis ich wieder zugehe und habe jetzt versucht, vielleicht über das Zentrum zu arbeiten. Mit Glück spotte ich noch irgendwas in der Vorbeifahrt. Oder der Centurion, der auf mich zufährt. Gute Nacht, Mr. Centurion. Auch der war zum Glück ein One-Shot. Also, direkt wieder neue Bewegungsrichtung anfaken. Egal, wo ihr könnt, fahrt so viele Fake-Manöver, wie ihr könnt. Schlagt so viele Haken, wie ihr könnt. Und wenn ihr meint, ihr seid wieder zu, dann könnt ihr mal gucken, ob ihr vielleicht den einen oder anderen Spot bringen könnt. Da steht jetzt der 1305. Ist natürlich für mich Primärziel. 1305 einen mitgegeben. Und jetzt bin ich alleine gegen die Maus. Genau das Szenario, was ihr haben wollt, um überhaupt eine Chance zu haben. Schauen, ob wir vielleicht der Maus nochmal einen mitgeben können. Wir spotten sie auf jeden Fall nochmal. Unmöglich, dass sie mich jetzt hier spottet. Und der Schuss war natürlich mega lucky. Aber der hat mir nochmal Zeit erkauft. Und die Maus hat mich nicht mal beim Schießen gespottet. Das bedeutet, dass ich jetzt vielleicht die Möglichkeit habe, einmal komplett eine Rotation zu fahren. Die einzige Chance, die ihr jetzt in so einer Situation habt, an die Maus ranzukommen mit nur noch 8 Mal APCR. Ihr seht das selber. Diesen Schuss, den kneife ich mir von vornherein, weil ich gar keine Chance habe, an der Seite auf die Entfernung durch die Maus durchzukommen. Die einzige Chance, die ich jetzt habe, ist die Maus auf dem falschen Fuß zu erwischen. Wichtig war, dass ich sie jetzt hier nochmal spotte. Warum? Weil in der Regel dann bei ihm, wenn er den sechsten Sinn hat, der sechste Sinn angeht und er sich wahrscheinlich denkt, okay, ich stehe immer noch da, von wo ich das letzte Mal geschossen habe und jetzt hoffen, dass man nicht gespottet worden ist
Und tatsächlich, ich bin nicht gespottet worden. Auch das hat mir wieder Zeit erkauft. Auch das hat mir wieder die Information gegeben, wie guckt die Maus. Und jetzt müsst ihr alles auf eine Karte setzen und ran an die Maus. Sobald ihr es mit dem T100 Lite schafft, an der Maus dran zu stehen, hat die Maus keine Chance mehr, euch zu beschießen. Aber diesen Weg auf die Maus drauf zu, den müsst ihr erst mal machen. Und da müsst ihr so viel Überraschungsmoment haben wie möglich. Und die Maus schießt Gott sei Dank auch daneben. Und jetzt habe ich alle Zeit der Welt, mich hier schön neben die Maus zu stellen. Die einzige Chance, die der Mausfahrer jetzt hat, ich glaube, das versucht er auch gerade, an die rote Linie zu kommen. Aber bis er an der roten Linie steht, habe ich ihn hoffentlich schon abgefarmt. Und ihr seht das selber, er kriegt die Kanone nicht runter. Und jetzt nochmal schnell nachladen, bevor er mich hier rausschieben kann. So sieht's aus. Und das Spiel ist gewonnen. 7388 Schaden. Und der Mausfahrer hat in dem Moment alles richtig gemacht, nur leider hat die Rückwärtsgeschwindigkeit nicht gereicht. Wenn ihr erstmal mit dem T100 Lite wie so eine kleine Zecke an ihm dranhängt, dann hat er wie gesagt nur noch die Möglichkeit, euch abzuschütteln, indem er irgendwo an eine Wand ranfährt, indem er irgendwo an die Redline kommt und euch nicht mehr die Möglichkeit gibt, neben ihm zu stehen, indem er euch rausschiebt. Sobald ihr neben ihm steht, hat er nicht mehr die Möglichkeit, die Kanone runterzubekommen. Wir haben das maximale Überraschungsmomentum genutzt, hatten dann natürlich ein bisschen Glück, dass er den ersten Schuss daneben gesetzt hat. Auf der anderen Seite, den hätten wir uns auch noch fangen können, weil wir noch 764 HP über hatten. Und ich denke, das war auf jeden Fall eine zeigenswerte Runde und ein schöner Carry hier im T100 Lightweight auf Ruinberg zum Schluss gegen die letzten drei Zehner und ein Neuner. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht für euer eigenes Light-Gameplay ein bisschen was mitnehmen. Gerade jetzt vielleicht auch so dieser Trick gegen die Maus, dass ihr euch direkt daneben stellt. Das funktioniert genauso mit dem Typ 5 schwer, mit dem Typ 4 schwer, mit diesen ganzen ultra-großen Super-Heavies. Ja, und ansonsten würde ich sagen, schauen wir nochmal ganz kurz auf die Postgame-Stats. Ja, das Ganze war natürlich ein Panzer-Ass. 128.000 Credits haben wir bekommen, 1.923 Erfahrungen. Wir haben die Verteidigermedaille bekommen, wir haben Großkaliber bekommen und wir haben die Kriegermedaille für unsere 7 Kills bekommen. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. 7.388 Schaden, 7 Kills, 1.282 Basiserfahrung. In so einem 10er Stadtkampf gegen Maus etc. denke ich, war das doch ein solider Carry. Wenn wir mal gucken, wir haben 5.000 Schaden mehr als der Zweitplatzierte hier, der IS-4 gemacht. Ich denke, da kann man schon von Carry reden. Schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report. 40 Mal geschossen, 34 Mal getroffen. Leider nur 27 Mal penetriert. 518 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. 770 Unterstützungsschaden und 100 Verteidigerpunkte in 10 Minuten und 17. Wir haben jetzt hier, weil wir so viel AP geschossen haben, AP die Premium-Munition auf dem T100 Lite, leider 27.000 Credits miese gemacht, weil wir auch noch die Rationen und das große Rap-Kit bezahlen mussten. Aber ich denke, für so eine Runde sind diese 27.000 Credits das auf jeden Fall allemal wert gewesen. Falls euch das Video gefallen hat, falls es euch weitergeholfen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Und wie gesagt, tut mir leid, dass jetzt vielleicht meine Stimmqualität nicht ganz so gut war aufgrund der Erkältung, aber das wird sich, denke ich, die Tage wieder bessern. Also, haut rein, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.